Schönen guten Tag. Heute werde ich euch zeigen, wie man so eine Fackel baut. Wie ihr bestimmt bemerkt habt, habe ich einen neuen Texture-Pack drin. Werde ich euch in den Link stellen, wie der auch heißt und wo man den downloaden kann. So. Ich werde ihn mal ein bisschen außerseits bauen, so eine Fackel. Damit ihr mich später nicht nervt. Also gut. Diese Fackel kann man wirklich von überall sehen. Jetzt so machen mächtig wir jetzt eine. Die auf eine kleine Höhe. So, es ist einfach nur eine Testhöhe, man kann sie viel höher bauen. Wir brauchen erstmal einen Viererbereich. So, jetzt bauen wir um diesen Viererbereich noch einmal rum. Ah, verdammt. So. Jetzt bauen wir hier mal eine Wand hoch. Lassen aber ein Feld frei, damit wir wieder rauskommen können. Machen hier eine Ebene, damit wir auch gleich wieder runterkommen, weil wir es gleich sehen. Und das war es eigentlich erstmal. Jetzt nehmen wir den nächsten Stein und platzieren ihn so. Einmal komplett als Ebene drüber. Einen Stein, damit wir hier den platzieren können. Gut. Jetzt habe ich ja hier den Block ruhig gelassen. Jetzt werden wir das Feuerzeug nehmen und zünden hier oben alle an. Ah. Ausgenommen von der Ebene, an der wir gerade stehen. Ich bin gerade aus Versehen reingelaufen, habe selbst angezündet. So, jetzt gehen wir, ducken wir uns, gehen über den Stein, den wir hier hingebaut haben, zünden an und lassen uns fallen. Ich habe gesagt, lassen wir uns fallen. Okay, ich bin jetzt daneben gefallen, ich lösche mich mal kurz. So, ja, jetzt brennt sich jetzt alles. Ist ja jetzt nur in einer minderwertigen Höhe gebaut. So, ich baue mich nochmal hoch. Gleich beim Wasser gibt es einen Trick, der unbedingt befolgt werden muss. Das Wasser ist nämlich dazu, dass man wieder hochkommt, falls man was irgendwie umbauen möchte. Komm schon. So. Jetzt kommen wir zu den Fackeln. Bauen wir uns hier einmal rum. So. Jetzt holen wir uns die Fackeln. Die habe ich jetzt nicht rausgelegt. Und platzieren sie einmal um den Turm. Komplett. So. Aber hier schon mal. Erste Mal, dass es so extrem gehakt hat. Ich gehe mal hier auf Fahr, damit wir hier ein bisschen mehr Arbeitsspeicher übrig haben. Vielleicht nochmal. So. Ja, schon besser. Und noch hier die Wand. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Rand hier auch noch machen. So, nochmal hier. Den bauen wir jetzt. Eigentlich muss man den nicht zubauen. Der ist eigentlich ein schöner Eingang. Oder doch, der erste, der muss zugebaut werden. Wegen dem Wasser. Jetzt bauen wir hier einen Stein hin. Oder gar nicht. Nein, noch nicht mal. Nein. Mir ist gerade eine grandiose Idee gekommen. Wir bauen das Wasser einfach da rein.
Jetzt gehen wir auf, stellen wir uns hier auf den Stein drauf. Und graben den weg. Natürlich aufpassen, wenn die vom Wasser runtergeschwemmt werden, wenn wir in hohen Höhen sind. Luft holen. Aber seht ihr sicherlich, dass es so dick geworden ist. Das sieht kacke aus. Und das verhindern wir jetzt. Wir gehen jetzt nochmal hoch. Stellen uns hier hin. Nehmen das Wasser raus. Lassen es ablaufen. Und dann jetzt was wieder rein. Und jetzt ist ein ganz gerade. Es müsste ein ganz gerader Strahl sein. Voila. Und fertig ist unsere Mega-Fackel für die Luft. Die kann man wirklich von überall sehen. Ja, und das war's für heute. Ciao.